Hallo und herzlich willkommen zurück bei Moonlighter. Wir haben hier die Möglichkeit gerade... Oh ja. Pam. Noch ein bisschen hier in den Höhlen rumzuschmökern. Wir sollten langsam überlegen, wie wir die Rüstung zusammenkriegen. Oder Rüstungen in dem Fall. Also auf jeden Fall, das Schwert ist jetzt schon heavy. Eins, zwei. Okay. Also mit dem das Schwert an sich ist jetzt erstmal kein Problem, was ich sehr löblich finde. Oh, Mist. Perfekt. Perfekt. So soll's laufen. Und Zuschlag. Also ich glaube, hier muss ich mich nicht schämen, Sachen zu verkaufen, die unter 1000 sind. Ist wieder nix. Weil hier treffen wir auf alle Monster und dann würde ich immer das teuerste mitnehmen. Diese Flecken. Achso. Okay, nix. Alles klar. Oh. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt geht's aber ein bisschen schneller. Ein bisschen weng. Sowas kann weg. Sowas kann gleich weg. Ich lasse mir nochmal die Kohle im Herzen. Die brauche ich zwar auch nicht, aber... Die sind auch noch viel zu... Oh nein. So ein dummer Affe hier noch hier. Was wollen das? Oh ja. Ah, Mist. Jetzt habe ich... ein bisschen wenig verloren. Okay, hier habe ich was ganz Neues bekommen. Moment mal. Okay, ich brauche noch zwei Stoff. Dann kann ich mir die Schuhe machen. Und hier bräuchte ich... Okay, hier bräuchte ich noch... drei von diesen... Also noch von diesem anderen Kleidstoff, keine Ahnung, whatever das auch immer ist. Ach, dankeschön. Wir kriegen das schon irgendwie hin hier. Zack, 1000 Pistolen. Okay, der ist auch weg. Okay, jetzt haben wir schon mal sehr viel zusammen, was wir brauchen. Das gefällt mir. Wir machen zwar jetzt gerade nicht so viel Geld, aber wir bekommen ganz viele schöne Sachen. Wirklich ganz viele schöne Sachen. Ich werde natürlich noch ein bisschen weitersuchen. Mit dem Schwert lohnt sich das. Ich werde wahrscheinlich nicht in die nächste Stufe kommen, aber mir reicht es, wenn ich hier vielleicht noch ein, zwei Sachen finde, die ich benötige. Okay, der ist weg. Aha. Eins, zwei. Oh, danke. Okay, der ist weg. Oha. Das brauche ich auch. Für was brauche ich das? Das ist das letzte Ding, was wir benötigen für unsere Panzerung. Alles klar. Du könntest auch mit dem Schwert zuschlagen, was leicht effektiver ist. Aber nur leicht. Zot. Perfekt. Habe ich schon irgendwas zum Wegwerfen wieder? Naja, die kommen. Und die Golem-Herzen, die bringen ja nur 100 mehr. Erstmal, vorerst. Oh nein. Eins, zwei, drei. Nein! Ich war mir jetzt fast sicher, dass ich den treffe. Oh ja. Der ist auch weg. Ja, wieder so ein dummes Golem im Herz. Okay, hier ist noch was. Ich treffe hier wahrscheinlich nicht auf den Boss. Willkommen, Will-Abenteurer. Bring mir Schleimklumpen. Ich gebe dir Tränke, Waffen und Abkürzungen. Okay, nice diese. Dafür sind die Dinger da. Okay, das kostet aber auch ein bisschen. Du schon wieder. Und wir können uns zurückporten? Ah. Brauchst du ein Portal? Ja,
Hast du noch mehr Schleimklumpen? Ja, was kann ich denn damit machen? Pläne für Waffen. Pläne und Waffen. Okay. Es ist eine Menge Content dazu gekommen. Ich will ja nicht lügen. Ah. Plünderer Handbuch, Eintrag 10. Ich habe alles für sie gegeben. Ich gab ihnen mein Leben. All die Jahre habe ich auf dieser Maschine gearbeitet, um für andere die Drecksarbeit zu machen. Und sie lassen mich einfach zurück und überlassen mich meinem Schicksal. Okay. Alles klar. Wenn ich mich hier zurückteleportiere, kann ich wieder zurückkommen? Das frage ich mich gerade. Ach nee, geht natürlich nicht. Egal, ist nicht schlimm. Unser Ranzen ist eben ein bisschen voll. So, hier kann ich Sachen reinpacken, die ich verkaufen möchte. So, ein, zwei Sachen sind das dann doch schon wieder. Und alles, was ich nicht verkaufen möchte, kommt hier hin rein. Ist auch eine Menge. So, kann ich jetzt irgendwas wieder machen? Das nächste Schwert? Nein. Ich könnte fast. Mir fehlt nur noch eine Sache. Ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht aufzuwerten, gerade dieses Ragnarök-Schwert. Das ist gerade so mega unsinnig. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Ich hoffe, wir bekommen, wie gesagt, beim nächsten Mal dann die Ausrüstung. Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen. Also wir müssen auch immer wieder diesen Händler finden, damit wir uns auch zurückporten können. Jetzt verstehe ich das auch ein bisschen. Das ist auch wieder so eine wichtige Sache. Kleiner Hint. Quasi, den wir so nicht hatten am Anfang. Aber jetzt wissen wir es. Der ist weg. Ah, danke schön. Oh nein, ich falle natürlich als allererstes runter. So. Danke. Vielen herzlichen Dank. Schade, es reicht nicht. Okay, nope. Ja, toll. Schon wieder die nächste Ebene. Naja, ich würde schon gern noch ein, zwei Sachen finden. Und das ist nicht das, was ich finden möchte, diesen Typen hier. Wobei, er gibt gute Sachen. Gerade fürs Schwert nochmal. Also eigentlich kann ich mich gar nicht beklagen. Was gibt's denn hier? Oh, danke. Aber er gibt mir schöne Sachen. Oh Gott. Alles klar. Ciao. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Der ist blöd. Den haben wir aber. Du. Wir können uns auch auf Entfernung unterhalten. Kriegst halt alles mit dem Bogen auf den Kopf. Ich... Oh. Natürlich renne ich als allererstes da rein. Warte mal, wie sieht's mit den Heiltränken aus? Ah, da habe ich noch ein paar. Warte mal. Den nutze ich mal. Der ist gut. Achso, hier runter bin ich noch gar nicht gegangen. Alles klar. Alles klar. Eigentlich? Muss ich das... Ah ne, das habe ich gar nicht an. Schade. Schade. Oh, was haben wir hier? Eine Rot. Hä? Eine Pflanze, die ein Eisen... Egal. Ich mag Züge. Wahrscheinlich war das so ein Typ mit Eisenstangen. So, jetzt gehen wir nochmal hier baden. Zack. Ah, hier ist noch ein schöner Raum für uns. Und hier finden wir wieder ein, zwei Sachen. Und jetzt könnten wir entweder raus, was ich nicht machen würde. Oder wir gehen weiter. Ein paar Sachen würde ich hier verkaufen schon mal. Das hier. Und das hier. Alles klar. Perfekt. Wir gehen einfach weiter.
Uns fehlen ja noch einige Sachen. Ich will mit den Sachen rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Zack. Oh nein. Oh nein. Aber der könnte... Nee. Alter, was bist denn du für ein Hässlon und eklig Vieh? Oh. Er hat interessante Sachen fallen lassen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Alles klar. Oh, der lässt wieder gute Sachen fallen. Was mich immer sehr erfreut. Und macht natürlich eine Menge Schaden. Den ich einfach so wegstecken kann mittlerweile. Eigentlich nicht. Er tötet mich fast. Kann ich verkaufen? Ich verkaufe gleich einige Sachen sofort. Ist auch noch 110 wert. Gerade von denen. Gehen wir hier hoch. Okay, da könnten diese Alu-Rollen... Ja, eine habe ich. Oh Mist, der hat mich jetzt Donner getroffen. Okay, passt perfekt. Ne, ich brauche... Ne, habe ich nicht gefunden. Mist. Oh nein, ciao. Aber die Truhe hätte ich gerne. Die Truhe ist für mich, glaube ich, das... mitunter das Interessanteste, was ich bekommen könnte. Ah, jetzt habe ich diese Aluminiumrolle bekommen. Oh ja. Das muss weg. Und das muss weg. Na, aber ich brauche viel mehr noch. Das ist dafür. Für den Brustpanzer. Ich frage mich, wie viel bei ihm ein Teleport kosten würde. Machen wir... Och nö, da muss ich die Sachen ja kaputt machen. Nee, da mache ich das nicht. Aber ich kann mich auch nicht weiter umgucken. Naja, gut. Teleport zurück. Ich will ja zwei Gegenstände hier nicht kaputt machen. Zwei wirklich vielleicht sogar noch wichtige Gegenstände. Ergo, nein. Mach ich lieber von vorne. Die ganzen Kladderadatsch da. So. Ja, das... Hä? Ich brauche ein Buch? Warte mal, für was brauche ich das Buch? Ach komm, für die Stiefel? Nehmen wir die ersten Stiefel. Ach komm, ich kann das nächste Schwert machen. Das ist doch ein Witz gerade, oder? Das ging ja schnell. Joa. Nein. Ich kann alles machen, nur die eine Sache nicht. Warte mal, ich würde gerne mal gucken. Stoff finde ich vielleicht im ersten Level. Naja, eigentlich ist es doch sinnlos. Wie viel kostet denn das nächste Schwert? Warte mal. 556.000. Das macht halt viel mehr Schaden wieder, ne? Boah, die fast letzten Stufen, ey. Hey. Das hätte ich gerne. Damit mache ich unendlich viel Schaden. Aber wir gehen nochmal schön gucken, dass wir noch ein paar Gegenstände bekommen. Einerseits, damit wir mehr Geld machen. Das ist so die eine Sache. Und zweitens, vielleicht finden wir die Sachen für die Rüstung. Die Rüstung wäre mir mittlerweile auch tatsächlich lieber. Weil ich eigentlich mit meiner jetzigen gut durchkomme. Aber dann bin ich schneller. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Und schneller sein, weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Na. Also einige Sachen gibt es hier viel. Oh gut, dann halt nicht. Oh nein. Eins, zwei. Aber jetzt ist er auch tot. Also, diese Metallteile kriegen wir sehr, sehr viele. Immer wenn wir auf einen von denen treffen.
1. Nein. Jetzt habe ich ihn aber. Uff, Allah. Der ist erstmal weg. Der ist jetzt hoffentlich weg. Na, der nervt aber auch. Der Hayopai. Ja. Ja. Der war auch schnell weg. Oh, wir kriegen einen Pilz. Die Pilze sind ja sehr wertvoll. Haben wir ja schon festgestellt. Toll. Ich bin schon in der nächsten Stage. Ich brauche Sachen. Zum Beispiel Stoff. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Zweimal getroffen. Aber der hat kein Stöffchen. Zack. Verschwende. Und der hat kein uraltes Holz, gehe ich mal von aus. Nee. Wir finden alles nur kein uraltes Holz oder sowas. Das ist nicht so geil. Ja, ist wieder der erste Eintrag. Ja gut. Alles klar. Fall da noch rein am besten. Also, auf geht's. Hier gibt's nochmal eine kleine Partyversammlung. Oh. Okay, nein. Ach Mist. Ich muss den Idioten hier abtöten nochmal. Alles klar. So, dann packe ich das mal weg. Packe ich das mal weg. Das mal weg. Das mal weg. Und das da sogar nochmal. Perfekto. Ja, raus oder weiter? 400. Das kostet viel. Das ist ein Ei. Das wissen wir nicht. Ah, so ein bisschen was haben wir schon. Das bringt auch nochmal 4000. Ach, wisst ihr was? Wir gucken nochmal weiter. No risk, no fun, würde ich sagen. Schlimmstenfalls verkaufen wir die Sachen für 400. Haben wir ja. Ein, zwei Sachen, glaube ich. Ja, also das hier. Was war das hier? Okay, das bringt etwas mehr. Ach, das hier kann ich locker verkaufen. Das bringt ja gar nichts. Ach komm, verkaufen wir das auch noch hinterher. Dann machen wir keinen Fehler mit. Ich finde ja noch ein, zwei Sachen hier bestimmt. Oh ja, das hat mich gerade weggeschleudert. Aua. Und das trifft. Das trifft auch. Aber nicht so, dass ich komplett vernichtend und verheerend wäre. Oh ne. Komm, geh drauf, Diggi. Ah. Zack. Einer. Weg bist du. 1, 2, 3. Okay, perfekt. Es hat genau ausgereicht. Yeah, neue Sachen. Du bringst nicht viel, ne? Oh doch, du bringst ein bisschen mehr. Aber nicht so viel wie die beiden Sachen, würde ich sagen. So. Perfekt. Jetzt könnten wir uns theoretisch zurückzaubern. Oder wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Aua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ja, den habe ich jetzt gut getroffen. Sogar zweimal. Ja. Ich heile mich lieber. Oh. Kennen wir schon. Am besten gehen wir bis zu diesem Kumpel, der im Grunde genommen keine andere Möglichkeit hat, als uns nach Hause zu schicken. Da finden wir noch ein oder also da finden wir den gleich wahrscheinlich ein, zwei Räume weiter. Alles klar. Der Alex macht wieder die Biege. Ist ja nicht so. Ja, habe ich mir schon gedacht. Zu schön, um wahr zu sein, eine goldene. Oh. Lass mich in
Ruht, danke. Okay. Eins. Nein. Eins. Zwei. Alter. Ist das hier so dieses Säuberungskommando oder... Ein korruptes Säuberungskommando, ist es das? Komm, geh drauf. So viel Leben hast du jetzt auch nicht mehr. Perfekt. Okay. Was haben wir, was wenig kostet? Was kostest du denn? Oh Gott. Jetzt wird's schwierig. Ich habe ein paar richtig nice Sachen hier bekommen. Gerade die beiden würde ich gerne noch mitnehmen. Ah. Warte. Was ist das denn nochmal? Golem-Statue, genau. So. Jetzt habe ich noch genau die Wüstenlava-Götzenbilder. Weil das kann ich für... Ach komm. Verschwinde. Das kann ich echt für viel Geld verkaufen. Jetzt die Frage, finde ich hier noch meinen Kumpel? Es könnte sein. Nämlich hier. In dem... Oh Mann. Nach diesem Raum. Wenn nicht, dann finden wir hoffentlich... Oha, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zwei, drei... Naja, alles klar. Der macht diesen Angriff, den ich über alles hasse. Jetzt muss ich mich schon einmal komplett heilen. Musste ich das wirklich? Ja, perfekt. Und ich teleportiere mich zurück. Jawollo, wieder was zusammengekramt. Und das nicht wenig. Wirklich nicht wenig. Also auch wichtige Sachen für die Entwicklung unserer, ja, unserer Ausrüstung. Mittlerweile glaube ich aber so ein bisschen... Ich muss meine Sachen hier verkaufen, damit ich mein Schwert wieder machen kann, weil, also nochmal ausbessern kann, weil ich finde sonst nichts für meine Sachen. Ich finde, ja, mir fehlen unglaublich viele Sachen noch, wie zum Beispiel, was hatten wir? Genau, Stoff, dieses Aluminiumzeugs fehlt mir, gut, das andere kriege ich auch nur unten. Hier fehlt mir das Gestein. Okay, hier fehlt mir der Helm. Den könnte ich aber auch schon wieder machen. Ne? Also ich könnte in den Feuertempel mal gehen und gucken. Das Schwert könnte ich einfach mal machen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge verkaufen wir einfach mal wie wild. Habe ich hier noch was drin? Nein. Und dann hoffen wir mal auf ein bisschen... Ja... bisschen Income, dass wir unser Schwert nochmal verbessern können. Von daher bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann! Ciao, ciao!